Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Ein weiteres kleines Schmuckstück aus dem Xbox Game Pass, Planet of Lana. Ein ganz, ganz kleines Indie-Game, kein Actionspiel oder so. Ich sage nicht viel mehr, ich denke, wir überraschen uns am besten. Sieht auf jeden Fall mega schön aus, das Spiel, mit ganz viel Liebe gemacht. Und wir werden diesem Spiel auch ganz viel Liebe geben. Solange meine Katze nicht die Aufnahme beendet, danke dafür. Weil die liegt jetzt wieder bei mir auf dem Tisch neben mir. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Intro. Okay, das ist kurz mit einer Hand spielen. Meine Katze hat eine Fliege gesehen und die hat natürlich Bock, die zu jagen. Ja, geh. Iloima. Iloima. Narameo. Narameo, genau. Das erinnert mich von der Sprache ein bisschen an Chia. Glück ich mal. So, springen ist mit A. Das ist wie in jedem Spiel. Überall, wo es gelb ist, kann man hochklettern. Oh shit. Ja, verkackt. Ja, dann schwimme ich halt. Geht auch. Funktioniert ebenfalls. Hoffe ich mal. Ah, guck mal, sie kann sich ja festhalten. Wunderbar. Schönes, gemütliches Dörfchen. Ja, bücken. Schleichen die so, die wollen ja nur vorbeilaufen. Hoppala. Na komm. Geschafft. Erste Herausforderung durch. Schon der Herr. Oh, Sneaky Sisters. Sneaking past the chef. Ah, die Erfolge sind auf Englisch. Okay. Ey. Die Folge sind auf Englisch. Das Spiel konnte ich wenigstens auf Deutsch stellen. Das Spiel wird wahrscheinlich auch nicht allzu lange gehen. Wahrscheinlich so zwischen 3 und 5 Stunden. Es ist ein kleines Indie-Spiel, aber Hauptsache es macht Spaß. Dann ist mir jeweils egal, wie lange ein Spiel geht. Ich will es einfach genießen. Und ich denke, das werden wir bei dem Spiel können. Ist daran so lustig, die Namen zu rufen. Guck mal, wie schön. Ganz, ganz simple Grafik, aber ganz, ganz schön. Muss ich immer aussehen wie ein God of War. Alle hopp. Kommst du da hoch? Nee. Kann ich das schieben? Ah, warte, mit X. Shit. Na komm. Sehr gut, geht doch. Sind wir denn hier? Vogelgezwitscher ist irgendwie mega entspannt. Grabsteine? Ilo? Hm?
Warte mal. Brauch Untertitel. Gibt's das? Gameplay. Keine Untertitel. Mich verarschen? Ah. Keine. Ah, fuck, jetzt habe ich auf Standard zurückgesetzt. Deutsch. Gibt tatsächlich keine Untertitel, okay? Muss ich weitergehen, okay? Hilo. Ich bin gerade noch am gucken, ob es wirklich keine Untertitel gibt, aber... Nee, es gibt wirklich keine, okay. Ja, circa 5 Stunden, 4 bis 5 Stunden, man wird das Spiel. Ist sogar noch richtig mit meiner Tendenz. Oh, was stürzt da ab? Jesus, was kommt da auf uns zu? Müssen wir wieder zurück. Irgendwie rennen? Nee, ne? Schade. Ja, was muss ich zurück ins Dorf gehen? Gucken, ob noch jemand lebt oder was? Ja, dann lass mal gucken. Du musst nicht rufen, sonst sehen die dich. Oder hören dich, besser gesagt. Bist du genauso schnell weg, liebe Lana? Das wollen wir ja nicht, oder? Das wollen wir ja nicht. Na komm. Oh shit. Im Gras kann ich mich verstecken, okay. Und durch. Ich glaube, kämpfen wird man in diesem Spiel nicht. Man muss einfach so sich durchschleichen. Wenn ich es richtig gelesen habe in der Spielbeschreibung. Alter, was ist das denn? Okay. Invasion der Aliens, oder was? Guck mal, alle werden gefangen. Und tschüss. Weg sind sie. Ist die Köchin auch weg? Müsste ja hier irgendwas. Ja, genau, hier. Komm, weiter, weiter, weiter. Oh shit. Lana! Ilo! Ja, da geht das Ding weg. Und tschüss. Was werden denn die Menschen gebraucht überhaupt? Das ist die Frage. Oh shit.
Jetzt geht er hoch, dann kann ich runter. Jetzt hier nach oben. Ja, aber je höher ich bin, desto einfacher sehen die mich, oder? Ja, deine Schwester wirst du nicht mehr sehen, Mädchen. Zumindest für die nächsten Folgen nicht. Bis wir alle befreien. Kann ich... Was kann ich hier machen? Ein Loch. Okay. Ich warte mal, bis das Ding da wieder zurückgeht. Genau. Na komm, geh. Danke. Es hat mich gesehen. Ja, aber er kommt da nicht rein. Sehr gut. Immerhin. Ja, ein bisschen schneller. Nee, nicht Luna. Das ist meine Katze. Lana. Luna ist mein kleines Kätzchen. Muss ich gucken, dass ich das nicht vertausche. Oder haben sie noch mehr versteckt, ne? Oder sind das Tiere? Gute Frage, hä? Gehen wir hier hoch. Dann kann ich hier hochklettern. Zack. Hier hoch. Noch eins. Wo sind wir denn hier? Sind das wirklich Menschen, die sich da versteckt haben? Oder was ist das? Keine Ahnung. Ist ein großer Mond, hä? Bisschen groß, das Ding. Ilo. Komm, nur noch ein bisschen musst du laufen. Du kannst auch tot umfallen, dann ist das Spiel nach 13 Minuten fertig. Ja, Planet of Lana. Der Start in ein neues Abenteuer. The journey begins, surviving the invasion. Ja, dann würde ich doch sagen, haben wir das Intro durch und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.